Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play The Adventures of Bertram Fiddle. Wir haben beim letzten Mal hier den Besen bekommen und da habe ich schon vermutet, dass wir den vielleicht bei dem Gargoyle benutzen können. Oder aber natürlich bei der Ratte. Das werde ich jetzt beides mal ausprobieren. Unbesweepable. Unfegbar. Und was ist mit der Ratte? Ist die vielleicht fegbar? That would only anger it. Oh, okay. Gut, funktioniert es also doch nicht. Ich bin fest davon ausgegangen, dass das klappt. Aber ich wüsste auch sonst nicht, Ratte und Diamant ergibt wenig It's Sinn. Too precious. Viel zu kostbar. Okay, wahrscheinlich habe ich es auch schon in der letzten Folge ausprobiert. Ja, dann habe ich keine Ahnung. Der Typ hier ist jetzt weg. Und hier geht's weiter. Hier geht es ja weiter. Okay, wer bist du? Hello, gentlemen. You're not from around here, are ya? Do you see anything you fancy? Oh, I'd love a bit of muffin. You fribbling nitwit. How dare you? Was? Warum? Was ist denn für eine? She threw her muffin at me. Ja, was für ein Zufall. Gut, heben wir den erstmal auf. Ach, damit können wir vielleicht I'm die Ratte locken. I'm not going to eat something that's been on the floor. I'm not an animal. Ja, ja, das Tier macht das schon. Die Ratte wird das machen. Wer seid ihr zwei? Oh, what a beautiful turnip you have there. Leave my turnip alone. Oh, it's my beautiful baby turnip. They call me Pokey Mary, 'cause I'll poke ya. With this! Oh, she will as well. Look what she did to my hat. I will poke ya. Yeah. Yeah. We don't like your sort around here, poking your noses in. You poke your noses in here, I'll poke you in the nose. Was zur Hölle? Wer bist du? Und warum kann ich mit ihm nicht reden? Kann ich da irgendwas machen? Kann ich ihr einen Diamanten schenken? I can't poke holes in that either. I didn't want to anyway. Okay, haben wir denn irgendwas, wo Löcher rein müssen? In den Keks ergibt, also in den Muffin ergibt eigentlich keinen cool. Sinn, ne? Don't go waving that about, 'cause I'll keep poking holes in it. So, nee, Besen ergibt auch keinen Sinn. Hier kommen wir nicht rein. Moment, wo geht's denn jetzt dahin? Es gibt ja doch noch mehr zu entdecken. Oh, als ich dachte. Okay, er lässt die Brücke nach oben. We're closed. No one crosses the bridge after dark. It ain't safe. But I need to get across. I'm on very important business. Sorry, mister. Since the murdering started happening, we always shut it at night to keep the rascals out. Can't you just open it a little bit? It's more than my job's worth. I'm off home for a nice plate of kippers. You'll have to come back in the morning. Na toll. Oh, Fudge, what shall we do now? Ja, gute Frage. Vielleicht kann der Gavin da doch noch irgendwas machen. Was ist da unten? Moses im Schilf, oder was? So ein Weidenkörbchen. An ensemble of reeds. Ah, okay, den nimmt er mit. So ein Schilfrohr, okay. We're going to need a bigger boat. Ja, ja, das wäre gut. Bekommen wir das denn? Moment mal, irgendwie hier raus vielleicht? Unbesweepable. Ach so, unfegbar. Ja, gut, ich dachte, ja, If only there was a way to get to the other side. Ja, ja, das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Hier oben ist nichts mehr. We can't reach it from here. Okay, und auch Gavin, Moment mal, Gavin kann yes. da nicht wirklich was machen mit dem Korb, oder? I cannot do that, sir. Das kann ich nicht tun. Und vermutlich yes. rüberschwimmen? In Peru we have a saying. You can lead a dog to water, but you can't make it swim. Okay, ja, klingt logisch. Gut, also ich glaube, mit den Dingen, die wir jetzt dabei haben, kommen wir hier nicht wirklich weiter. Deshalb gehen wir jetzt nochmal zurück zur Ratte und sie kann wahrscheinlich irgendetwas... Oh, Moment. Moment, stopp. Konnten wir jetzt doch mit ihm reden? Das sah gerade kurz so aus. Nee, geht echt nicht. Nur mit ihr. Okay, so, dann schauen wir jetzt erstmal, ob wir die Ratte vertreiben können. Und dann an diese wundervolle Klobürste hier rankommen. So, bitteschön. Here, Ratty, Ratty. Und da taucht sie wieder ab. Good for reaching awkward places. Okay, ich weiß jetzt gerade noch nicht, wofür. So, der Gargoyle. Geht das? No, that's not going to work. Okay, so vielleicht. Most unbrushworthy. Kein Pinselstrich wert, okay. Und da kommen wir nicht rein, weil, wie war das nochmal, weil wir keinen Beweis haben, ne? Most unbrushworthy. Okay. Nee, da wird uns die Klobürste jetzt vermutlich auch nicht helfen. Was
machen wir? Da Löcher reinstechen? Das ist doch ein bisschen sinnlos, oder? Aber vielleicht können wir ihr die Klobürste schenken. Und sie denkt dann, sie ist die Königin hoch. Die Königin von, keine Ahnung wo. That pen and ink, that does. Ooh. Gavin? Hast du das verstanden? War das vielleicht Portugiesisch? Cool. Don't get ja, sonst piekst du da Löcher rein. In Schilfrohr? Pow, pow, pow. You've pierced my reed. Ah, eine Flöte. Eine Flöte. Das ist gut. Aber wo benutzen wir die? Das ist jetzt gerade echt mal eine gute Frage. Moment, können wir in der Kanalisation wohl noch was machen? Flöte. Das ergibt ja alles keinen Sinn hier. Nee, that's not going to work. Ob wir in der Kanalisation noch irgendwie was machen müssen, machen können? Gavin? No. Das wird nicht klappen. Okay, bei den Tauben? Wobei, nö, die waren ja auch die ganze Zeit irgendwie uninteressant. No. Das wird nicht klappen. Dann gehe ich nochmal zurück, oder? Ach! Ach, stimmt, ihn gibt's ja auch noch. Möchtest du eine Flöte? Stimmt, die Frau hat sich doch immer beschwert, dass er so gefiffen hat. Will this be of any use? Oh, thanking you kindly, sir. I'm going out to wizard my wife back. Wie geil. So, okay, Badewanne. Die nimmt er. Was? Ach, das soll jetzt das Boot sein. Okay, er steckt jetzt einfach so die Badewanne in seine Tasche. Und das ist jetzt unser perfektes Boot, um auf die andere Seite zu kommen. Und wahrscheinlich ist der Besen dann unser Paddel, denn unser richtiges Paddel haben wir nicht mehr. So. No, it floats. Juhu. It's shaped like an Amazonian coracle. Okay, also brauchen wir ein Paddel. Ach, und... You can use this broom as a paddle. Okay, und wahrscheinlich auch noch die Klobürste als anderes Paddel. Most unbrushworthy. Achso, doch nicht. Okay, dann rudert er nur mit einem. Geht natürlich auch. I think it's probably better if I stay on this side and keep a lookout. Ach so, darf das also der Gavin machen? Yes. Hold on, sir. This won't take long. Diese Musik dazu. Oh, wie energisch. A bit faster, we haven't got all day. Wie energisch er darüber paddelt. So, jetzt aber. Kannst du... Achso, muss ich so und so, yes. Natürlich. Now lower the bridge. Certainly, sir. Ah, the simple solutions are the best. Ja, dann würde ich sagen... Rüber zur anderen Seite und gucken, wo wir jetzt hinkommen. Oh, schaut mal die Spinne. Wie sieht die denn aus? Look at the size of that spider. Ooh, it's all sticky. We have a saying in Peru. Oh Mann, ey. The web in the hand is worth two in the bush. Okay, können wir das irgendwie mit der Klobürste abmachen? Funktioniert das? Oh, the cobwebs are all stuck to my brush. Okay. Ja, gut. Müssen wir mal gucken, was wir dann später damit machen. Ins Haus rein können wir anscheinend nicht. Wer bist du denn? Oh, wer seid ihr denn? Excuse me, young whippersnappers. That eyeball belongs to me. Find his keepers, mister. We saw it first. If you want it, you'll have to beat us at marbles. Well, I used to be rather good at this game when I was a lad. You can't play unless you've got a marble. We don't make the rules, mister. Okay, also brauchen wir erstmal Murmeln, um an das Auge zu kommen. Okay. Wie er einfach immer in die Häuser rein kann. Was haben wir denn hier? What a proud and noble beast. That's a lovely color. That's my rouge, for giving my cheeks a pinkish glow. Do you like them? My cheeks. Ja, ja, ganz fantastisch. Hat sie da... Soll das sowas wie ein Tablet sein? Das finde ich ja cool. May you hold on one moment. I'm busy attending to my clockwork farm. It's very enchanting. Oh Mann, ihre Uhrwerkfarm. Is that your father, Sir Bruce? He looks a formidable fellow. Ach, das ist also der besagte Sir Bruce? What are you doing, sir?
Who are you and why are you in my house? Ja, das frage ich mich auch. Allow me to introduce myself. I am Bertram Fiddle, leading Victorian explorator. And currently I am hunting down the true identity of Jeff the Murderer. Perhaps you know of him. What are you accusing me of? You'll have to excuse my husband. He's been under a lot of pressure lately. He is a very sensitive man, aren't you, Bruce? Ever since the accident, when my parents died in the most suspicious of circumstances and left us this house and untold wealth, he's been very tense. I kept hearing voices. Terrible, persistent voices. You used to attend those seances to try and find tranquility, didn't you, dear? With that curious medium. What was she called? Madame Blackheart. Used to visit her every week, but now she's on the other side. You mean she's dead? No, on the other side of the canal. A less salubrious part of town. I keep meaning to see her, but I've a lot on my mind. Ah, das ist dann wohl die Dame mit dem Gargoyle über der Tür. Wilford and Willicent are in the naughty cupboard because of what they did to that poor old man. No treats for them. Okay. Ja, gut, ich würde aber gerne da unten an die Bonbons. Vielleicht kann ich die als Murmeln nutzen oder so. Nee, funktioniert aber nicht, Wilford ne? Wilford and Willicent are in the naughty cupboard because of what they did to that poor old man. No treats for them. Wilford and okay, Willicent. Ja, ich wollte das nicht nochmal anklicken. Okay, okay. So, da unten ist nichts. Das sieht irgendwie gar nicht aus wie ein richtiger Tiger, obwohl doch, wenn man es von hier betrachtet. Ich dachte gerade, das hat auch ein bisschen was Menschliches, aber okay. So, ist das der... We want a lollipop, we want a lollipop. Okay. Direkt wieder zu. Ihr wollt einen Lutscher. The Pearl of Minimoto. What an opulent treasure. I wonder if I could borrow it for a bit. Okay, das könnte jetzt unsere Murmel sein. So, die beiden müssen dann irgendwie wahrscheinlich abgelenkt werden. Oder, pass mal auf, yes. kann Gavin da irgendwas machen? Moment, ich stelle mich jetzt erstmal wieder hier vorne hin. So, Gavin? Yes. I'm afraid not, sir. Ich fürchte nein. Okay, vielleicht kommt das später aus irgendeinem Grund. Ich weiß nämlich gerade nicht wie. Deshalb gehen wir nach draußen zu den beiden Jungs und werfen da einfach mal unsere Murmel hin. Unsere Perle eigentlich. Check out the size of this marble. Haha! Cool! That's a shiny one, isn't it? You win, mister! You win! Okay, das ging schnell. What a banana! I say! Come back with that! Okay, jetzt haben sie die Murmel. How did that get here? The final piece of the puzzle. Face puzzle thing. Ja, ja, jetzt haben sie die Murmel bzw. die Perle, aber wir haben das Auge. An eye for an eye. Und damit haben wir doch alles, oder was fehlt noch? That's not a... What a winning smile! Was würde ich jetzt sagen? Wir haben doch alles. Aber gut. So, die Perle ist jetzt weg. Ich weiß nicht, kommen wir hier noch nach links? Nee. Okay, dann müssen wir den beiden jetzt irgendwie einen Lolli geben. Ach, das hier wahrscheinlich. How about some candy floss? That doesn't look like candy floss. It's the wrong color. Ach, wir mögen nur die mit der anderen Farbe. Haben wir denn hier irgendwo... Ach, hier. Natürlich, klar. Pink. Now it looks edible enough to eat. Ach, schön. So, ihr zwei. Köstliche pinke Zuckerwatte. Tada! Candy Floss. Boah, wie creepy, ey, aus Spinnenweben. Daddy can't grow a real mustache. Voll irre, die beiden. Like giving fake candy to a baby. Ja, okay, aber was hat uns das jetzt gebracht? Machen die draußen irgendwas? Ah. This candy floss tastes funny. You tricked us. We don't like to be tricked. Oh, oh. Aber ihr tut mir nichts, oder? Ihr seid doch ganz liebe Kinder. Ja, nee, hier kommen wir jetzt nicht rein. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, oh Gott, dieser Kopf, ne? Wenn wir der Trulla den Kopf zeigen, ob das der besagte Beweis ist. Wir können es ja mal probieren. Weil sonst wüsste ich gerade nicht, was wir sonst noch machen könnten. Und der Kopf sieht für mich zumindest fertig aus. Ich quatsch dir jetzt einfach nochmal an. Hello, I'm on the trail of Jeff. Ja, gut, das hatten wir schon. Did Sir Bruce send you? Ja. Yes. Prove it. Obwohl, nee, das ist ja... Nee, das ist ja für ihn kein... Nee, das ist ja kein Beweis für den Sir Bruce.
Quatsch, nee, da habe ich mich jetzt vertan. What a fearsome girl. Nee. Gut, dann müssen wir irgendetwas da im Haus von dem Sir Bruce noch mitnehmen, denke ich mir. Irgendwas mitnehmen und ihr das zeigen? Ich weiß es nicht. So, also hier kommen wir ja echt nicht rein, ne? Gut. Die Murmeln da können wir nicht mitnehmen. Das hier erinnert mich so ein bisschen an Edward mit den Scherenhänden. Dieser geschnitzte, in Form geschnitzte Busch. So, Sir Bruce, das hier hätte ich gerne. What's that card? I recognize that mysterious symbol. Gibt er uns die nicht? Your moustache. It's all crookedy. Here, let me. Oh, don't touch my moustache. Oh, oh. Ach, sehr gut. Da haben die Kinder... War das jetzt zu knapp, die Zeit? You fool, what have you done? Gar nichts. That's right. I can't grow a moustache. Are you happy now? There, darling. I still love you. In a way. It's just not right. Makes me so ashamed and angry. Okay. Da haben die Kinder gerade schon den richtigen Hinweis gegeben. Thank you for your help. Have a good evening. He knows, you know. He knows everything. Okay. Wen auch immer er jetzt meint. Gut, wir haben die Karte. Und damit lässt sie uns doch bestimmt rein. Ich finde ihn super. Also sie auch, aber er ist auch toll. Ich mag sowieso alle Charaktere hier. Ich finde die voll super. Hello. Ja, ja. Okay. Ja, ich weiß es. Prove it. Ja, ich habe hier nämlich eine wunderschöne Karte. Black Heart. I have an invitation from Sir Bruce. Oh. Oho. Who are you? What do you want? Nun, also erstmal möchte ich mich hier umschauen, wenn das geht. Nee, geht gar nicht. I'm here to see Madame Blackheart. I sense you're greatly troubled by something. Yes, I am. How did you know? She's very good, isn't she, Gavin? You are searching for something. Someone. A stranger. Yes, yes. Jeff the murderer. Okay. Oh, Shasha, what's that? This is what? Very what? I was told you could help me find who did this by contacting the spirits. But I'm rather skeptical. Yes, I contact the spirits. But first, you must cross my hand with silver. Na, das war ja klar. Das war ja klar. Ich kann dir einen Diamant geben. Sorry. I don't have any silver. Ooh, but I do have this massive diamond. That will do. Oh, good. Ooh, spirits, can you hear me? Shh. Someone is answering. She's in great torment. Ich hab's kapiert. Ich muss hier wieder schön... Ach, ich kann ja auch schneller, ne? Stimmt, da hab ich nicht vergessen. Eieiei, runter. Puh, Brücke! Hilfe! Boah, das ist ganz schön schwer, da noch vorwärts zu rennen. Also ich meine, alles andere ist jetzt nicht so ein Ding, aber wo? Ich komme immer näher, weil ich immer weiter nach vorne drücke, anstatt hoch. Shit. Okay. Oh, can't we settle this over
jetzt gar nicht nach vorne drücken. Guck mal, er läuft überhaupt nicht schneller. Habe ich das Gefühl. Okay, dann konzentriere ich mich jetzt nur auf hoch runter. Das ist dann ein bisschen einfacher. Ja, ja, du bist super. Hallo, ich habe runter. Du bist super athletisch. Hallo, ich habe hoch gedrückt. Na, ist okay. Ey, ich hab runtergedrückt. Ey, das ist voll fies nach der Brücke. Nach der Brücke ist das mega fies, da wird man so runtergedrückt. Na komm, jetzt packen wir es aber. Ja, ja. Ich hoffe nur, dass ich... Oh, mies, ich wurde wieder so runtergedrückt. Ey... Jetzt geht's aber ab hier. Why are they chasing me? Gute Frage, ich krieg schon Tunnelblick. All that running must have over-exercised. Nicht, dass ich irgendwas anderes machen muss. These are exceptionally fast phantasms. Okay, das sieht aber hier gut aus. Das sieht neu aus. Oh, Mist. I'm such an athlete. Oh, Alter. Geschafft. Lustig. I think that has given them the slip. Okay, Gavin. Are you okay, sir? Oh, Gavin. I feel most peculiar. Like I've been scrubbed inside out with an ice-cold, dirty dishcloth. Okay, so, ich bin mir nicht sicher, wie lang das Spiel noch geht. Ich hatte jetzt gerade so das Gefühl, wir sind am Ende. Ich werde jetzt einfach weiterhin aufnehmen, also wenn ihr vorhin keine Verabschiedung gehört habt oder jetzt keine hört, wisst ihr Bescheid. Oh, we're round the back of the vinegar factory. Ah, die Essigfabrik, ja, natürlich. Können wir hier irgendwo rein? Können wir überhaupt irgendwo hin? Oh, warum kommt denn jetzt so traurige Musik? Oh, what's this street called? Mutton Alley? Ach, sieh an. Sherlock, what are you doing here? Wer war das? Haha, Fiddle. Maybe you aren't such a fool as I thought. But you're too late. He's already gone. Who? Jeff. Jeff the murderer. What's the matter, Fiddle? You look like you've seen a ghost. Shush, Watson. You must think you're pretty clever tracking him down to this unassuming lair. But the fiend is obviously a criminal mastermind. Always one step ahead of the law. It's like a game to him. He's toying with us. Das ist doch bestimmt er, oder? Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Are you sure this is that fiendish villain's house? Schaut mal, der Fuß da oben. Oh. Ah, oh, he hasn't changed a bit. Wunderschönes Familienfoto, toll. Und die ganzen Köpfe und Körperteile hier. Head, shoulders, knees and toes. Ach ja, wir kennen's nicht. We must have just missed him. His dinner is still warm. Liver, mushy peas and a nice bottle of gin. Ach, wie süß. What atrocious apparatus! I wonder what's cooking. Naja, kannst du es nicht öffnen? I wonder what's cooking. Oder hier reinschauen? Nee, anscheinend nicht. Haben wir jetzt noch was im Inventar? Nein. Dann gucken wir uns das hier doch mal an. Lieber Mr. Fiddles, Sie denkten, Sie sind sehr clever, wie Sie meinen Hinweisen folgen, nicht? Aber vielleicht habe ich Sie ja nur hinterlassen, damit Sie sie finden. Oder vielleicht auch nicht. Der fiese Dämon, der mir sagt, was ich tun soll, sagt, dass diese Geschichte noch nicht vorüber ist. Ich werde wiederkommen. Hochachtungsvoll, Joff der Schlechter. Nee, Jeff heißt er ja, bitte ausgesprochen. PS, mögen Sie Hot Dogs? Hahaha. A letter addressed to me? Okay. I can smell burning. Okay. Und nu? Head? Ja, ja, okay. Mögen Sie Hot Dogs? Was? Was? What's wrong now, Fiddle? You look like a confused carrot. Na, das ist aber nicht nett. Mit Watson können wir nicht reden. What's... Nee. Okay. Just like the severed head said. Ja, okay, aber wir können doch hier sonst nichts mehr machen. Habe ich da jetzt was übersehen? I cannot do that, sir. Nein, nein, das wollte ich gar nicht, Gavin. Du, at your service. Gavin, du stehst ein bisschen im Weg. Yes. Nein.
Du stehst im Weg, mein Lieber. Ich möchte... Yes. Nein, ich möchte da rein. Jetzt steht er da, ne? Ach, doof. Jetzt kommt er mit. Sehr gut. So, aber hier ist doch nichts mehr, ne? Da kommen wir jetzt nicht zurück. Da kommen wir nicht hin. Oh. Auf der Rückseite der Essigfabrik. Okay, da können wir nichts machen. Wie der Geist gesagt hat. Ach, der abgetrennte Kopf gesagt hat. Okay, da geht's nicht hin. Dann echt nochmal hier rein. Oh, das Haus hätte ich mir auch anschauen können. Mögen Sie Hot Dogs? Ah, he must have just missed him. Liver? Ja, ja. Ah, Moment. Fufi, are you okay? Fufi, stimmt. What kind of a maniac would make sausages out of a dog? Werther isn't going to be happy with this. Stimmt, jetzt habe ich's kapiert. I can hear scratching. Fufi, where is it coming from? Fufi, wo bist du? Bist du hier irgendwo eingesperrt? Hier unten? It's under the floorboards. Fufi. It's Ach so, under natürlich. Gavin. Yes. Ich habe den Hund schon wieder total vergessen. Move the table. Look, a trapdoor. Step aside, Gavin. Oh, Fufi. You're alive. Goody. Well done, sir. Oh, Werther will be so happy. Looks like it's time for us to return home, Gavin. Okay. Echt jetzt? Das war's hier? Na gut, können wir ihn nochmal ansprechen? Ach, die Trulla mit ihrem Zeppelin. I must say, I am very impressed, Mr. Fiddle. It looks like you really had that villain on the run. Are you going to continue your pursuit? Do not fear, Emelina. Even though I'm going home to have my supper and get a good night's sleep, I shan't rest until I solve this mystery and uncover the secret identity of Jeff the Murderer, whomever he is. Well, I for one can't wait for the next thrilling installment of this adventure. And don't forget about the wager, Holmes. Ha! You'll have to do a lot better than this if you want to see me in a lady dress. What a marvelous story it's turning out to be. Extra! Extra! Winged Beast carries off newspaper vendor! Fortsetzung folgt. Ach was, das war's jetzt echt schon? Wir bekommen echt nicht mehr raus, wer Jeff der Schlechter ist? Ich dachte, dass wir das wenigstens hier in Episode 1 rausfinden. Aber okay. Ja, das war's mit Let's Play The Adventures of Bertram Fiddle, Episode 1. Die zweite soll ja angeblich im November rauskommen. Ich hoffe wirklich sehr, dass das auch passiert. Denn ich hab's ja ganz am Anfang des Let's Plays gesagt, die erste Episode jetzt ist von April 2015. Also das Ganze hat jetzt fast 1,5 Jahre gedauert, wenn es dann im November tatsächlich soweit ist. Und das ist schon eine verdammt lange Wartezeit. Und ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass die Episode überhaupt noch kommt. Es wäre schade, wenn nicht. Aber cooles Spiel, auf jeden Fall. Also es hat echt Bock gemacht. Ich fand die Charaktere super. Ich fand das mega toll gezeichnet. Der Soundtrack war toll, die Musik die ganze Zeit war eigentlich richtig gut. Ich mochte die Stimmen total. Ich mochte diese lustigen britischen Namen. Und allgemein diesen Akzent. Ich habe in den Kommentaren 2-3 Mal gelesen, ja, warum gibt es das Spiel nicht auf Deutsch? Ich glaube einfach, sowas kostet ja auch immer, das Ganze dann zu synchronisieren, weil Deutsch ist ja dann nicht die einzige Sprache, die synchronisiert werden muss. Ich denke, sowas kostet immer und bei dem Spiel bietet sich das auch einfach nicht an, finde ich. Denn dieses Englisch, dieses britische Englisch, das macht ja total viel vom Spiel aus. Und deshalb finde ich das schon okay, dass es nicht mit deutscher Sprachausgabe war. Ja, hat Spaß gemacht. Die Rätsel, wenn man das überhaupt jetzt Rätsel nennen kann, waren jetzt nicht super anspruchsvoll. Also es war schon recht einfach, würde ich sagen. Aber das macht ja nichts. Die Charaktere sind lustig. Ich freue mich auf Episode 2 und hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.